Kreisky. Ich möchte Sie zu meinem heutigen Gespräch mit Wolfgang Madertaner sehr herzlich willkommen heißen. Wir schließen bei der letzten Folge an und sind bei der Auseinandersetzung zwischen König Ottokar und Rudolf von Habsburg. Wir sind aber dabei zu einem Thema dann gekommen, das für Mitteleuropa, aber für die ganze Welt in dieser Zeit von essentieller Bedeutung war, nämlich die Mongolen. Eine unglaublich interessante und aufregende Geschichte, die sehr gut zum Thema Mythen passt. Ich wollte Sie nur vorwarnen, dass das einen wesentlichen Teil unseres Gesprächs beherrschen wird, oder vielmehr hoffe ich, dass es Ihnen gerade deswegen besondere Freude macht. Ich bin sehr froh, dass dir das offensichtlich noch immer Freude macht, hier mitzutun. Ich kann das Kompliment zurückgeben, es macht mir diebische Freude sogar. Wir haben das letzte Mal geendet im buchstäblich dramatisch werden, der Geschichte zwischen Rudolf von Habsburg und Przemysl Ottokar. Also Ottokar der Zweite von Böhmen. Und da dramatisch insofern, als natürlich das Grillparzer Stück, wie soll ich sagen, monumentale Geschichtsschreibung zu diesem Thema ist. Und da sollten wir vielleicht jetzt beginnen. Wenn ich mit einer Frage gleich beginnen darf, dieses Stück ist ziemlich genau vor 200 Jahren geschrieben worden oder uraufgeführt worden, und wir werfen ihm vor, dass es die vermuteten wahren Charaktere der Hauptpersonen, nämlich Rudolf und Ottokar, nicht richtig wiedergibt. Das ist wohl so, dass es die nicht richtig wiedergibt. Aber kann man das dem Grillparzer tatsächlich vorhalten, oder kann sein, dass aus der Sicht der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts diese historischen Figuren tatsächlich so gesehen wurden, wie sie in dem Stück beschrieben werden? Oder war er Propagandaschreiber? Der Grillparzer ist kein Propagandaschreiber im schlechten Sinn. Der Grillparzer ist zu diesem Zeitpunkt, 1825, es ist eine Zeit der gesellschaftlichen, politischen Reaktion. Es ist eine Zeit, die in den Vormärz führen wird. Es ist Biedermeier. Grillparzer war aber, neben der Tatsache, dass er ein wirklich sehr, sehr guter Literat ist, war Grillparzer auch Staatsarchivar. Das heißt, er hat schon einen wissenschaftlichen Zugang zu der ganzen Problematik auch. Aber das ist, denke ich, ein wesentlicher Punkt. Wir haben durch die Historiografie, wenn man denn von einer Historiografie schon reden kann, bis zu diesem Zeitpunkt, also bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts, ein ungemein positives Bild von Rudolf Habsburg. Durchgängig eigentlich. Ein Bild, das meines Erachtens ein wenig auch von der Straßburger Geschichtsschreibung geprägt wurde und die vielleicht sogar bis heute nachhalt. 1261/62 hat sich Rudolf nach einigen Zögern entschlossen, sich voll auf die Seite der rebellierenden Straßburger Bürger, also der entstehenden Bourgeoisie, Handelsbourgeoisie dieser Stadt, zu stellen, die aufbegehrt haben und rebelliert haben gegen den Straßburger Bischof. Das endet dann auch damit, dass der gelyncht wird und an der nächsten Straßenecke aufgehängt wird und Ähnliches. Und da hat sie was heute noch immer als Fremdenverkehrsattraktion zelebriert wird. Ja, genau. Und da hat sich Rudolf auf die Seite der Bürgerschaft gestellt. Ja. Und diese offene Parteinahme, was beim Rudolf selten ist, hat Straßburg sozusagen mythologisiert oder mystifiziert. Also das ist sicher ein Bild, das auf Grillparzer gekommen ist. Darf ich da unterbrechen? Das ist wohl historisch wahr. Also da gibt es jetzt nicht sehr viel Spielraum. Ja, ja. Aber nicht unbedingt ist es so sehr eine Heldentat, weil wenn ich auf der anderen Seite annehme, dass der Rudolf irgendwelche Allianzen gebraucht hat, dass in diesem Klischee der bedeutungslose arme Graf aus der Schweiz wird da gewählt,
was nicht gestimmt hat, aber sozusagen die mächtige Dynastie auf der anderen Seite war er wohl definitiv auch nicht. Das heißt, er war mit Sicherheit auf der Suche nach Allianzen. Und Städte waren eine Möglichkeit für solche Allianzen, die ihn dann gegenüber den Landesherren auch gestärkt haben, stimmungsmäßig, real und finanziell. Ja. Ist es eine Heldentat oder ist es einfach vernünftig gewesen? Ich würde mal sagen, es kennzeichnet ja sein gesamtes Handeln und das wird ja dann auch irgendwann einmal als österreichische Eigenschaft gehandelt. Ein Suchen nach Konsens, ein sehr langes Zögern, aber wenn man sich entschieden hat, dann ist man auf der richtigen Seite und in diesem Fall hat er das getan, wobei er beileibe nicht immer mit den erstarkenden Städten gegangen ist. Er war im Prinzip ein Anhänger der Staufer, auch noch zu Zeiten, wo man absehen konnte, dass die staufische Herrschaft zu Ende geht oder simpel und einfach desintegriert. Ja. Also er hat dann als König, nachdem er 1273 zum König römisch-deutschen König gewählt wurde, hatte er ja das Erste, was er gemacht hat, er hat den Konsens mit den Wahlfürsten, er hat den Konsens mit den Reichsfürsten geistlich, weltlich gesucht. Er hat mehr noch getan, er hat diese Fürsten sogar in jegliches Regierungshandeln einbezogen, bis zu einem Punkt, wo... Die Weltlichen, glaube ich, waren innerhalb von wenigen Jahren alle seine Schwiegersöhne, die oder? Die Weltlichen hat er in die Familie eingeheiratet. Ja, also Hemmungslos. Er hat 6 Töchter gehabt, eine hat er mit dem König von Böhmen, eine mit dem König von Ungarn und 4 mit den weltlichen Kurfürsten verheiratet. Also er hat vieles von dem, was die Habsburger als Politik machen werden, die nächsten 400 Jahre, hat er vorweggenommen. Und dazu gehört auch dieser, man könnte es Konsens, man könnte es ein bisschen auch Charakterlosigkeit nennen, dieser Ausgleich mit den sehr, sehr starken Reichsfürsten. Friedrich II., Edward I. von England, ja, da kann man sehen, was ein Klassenkampf ist, ja, was der Landesherr, was der König gegen seine Lehnsherren auszurichten vermag oder eben nicht. Ja. Da geht es hart auf hart. Rudolf Habsburg hat den Weg genommen, dass er die Reichsfürsten eingebunden hat. Die den armen Grafen, den bedeutungslosen Grafen aus dem Aargau, aus dem oberen Elsass, wo immer sie Besitzungen hatten, zum König gewählt haben, weil sie den starken, den großen, den mächtigen Ottokar, König von Böhmen, der ein Ostreich aufbaut, das bis zur Adria geht und sich quer durch Europa und zieht. Bis zur Ostsee, ja. Und auch schon beginnt, Verwaltungsstrukturen, Städte zu fördern, alles das. Ja. Also in dem Sinn ein progressiver, fortschrittlicher Herrscher war. Da hat man gesucht, einen Hochadeligen, der aber nicht zu stark ist, der ein Territorialherr ist, im Südwesten, hat gut gepasst für das römisch-deutsche Reich, der aber nicht zu stark wird und der weiß das genau und bindet die Reichsfürsten ein, massiv ein, in alle seine Entscheidungen. Und damit erreicht er aber auch, dass nachdem er König geworden ist und nachdem er die entscheidende Schlacht in Dürnkrut-Jenspeigen im August 1278 gewonnen hat, weiß er genau, was er damit erreichen kann. Er erreicht damit in sogenannten Willebriefen, ja, die Zustimmung der Reichsfürsten zur Belehnung von Österreich, Steiermark und etc., Kärnten-Krain etc., Österreich und Steiermark wesentlich zunächst einmal die Belehnung seiner Söhne mit diesen nachmaligen Stammlanden. Und ab 1282 ist das Haus Habsburg das Haus Österreich. Aber jetzt, wenn man sozusagen die Balance herstellen möchte,
dann muss man doch sehen, dass die Kurfürsten, die klischeehaft wiederum als intrigantische Truppe, die nur am persönlichen Verdienst interessiert waren und ansonsten nichts und am Aufrechterhalten des eigenen Einflusses, die waren ja in dieser Zeit, wie vieles andere auch, in einer Umbruchssituation. Also die Kodifizierung sozusagen, heute würde man sagen, eine Festschreibung einer Verfassung, wie es dann im 14. Jahrhundert irgendwie nachlesbar wurde, hat zu dem Zeitpunkt nicht gegeben. Zugleich haben sich aber die Regeln abgezeichnet. Also es hat sich abgezeichnet, dass es 7 Kurfürsten gibt, es hat sich abgezeichnet, also die 4 weltlichen und 3 geistlichen. Es hat sich abgezeichnet, dass sie, was meines Erachtens nach in der Bewertung auch falsch beschrieben wird, dass sie vor den Wahlen sich ihre Stimme haben bezahlen lassen. Das wird heute sofort mit dem Beiwort Korruption besetzt. Ich glaube, ich vermute, dass das damals als völlig legaler, offener Vorgang gesehen wurde. Wenn du meine Stimme willst, dann kriege ich eine Belehnung mit XY oder ich kriege dafür, dass der Sohn so sicher XY nicht bekommt, weil ich das so will und so. Also diese Stimmen waren, wenn man sagt käuflich, ist es, glaube ich, eine zu moralische Bewertung. Sie hatten ihren Preis. Sie hatten ihren Preis, es war ein hoher Preis. Und verzeih, wenn ich das noch sage, und es ist daher auch nur logisch, wenn Sie sagen, also die Kurfürsten, wenn Sie sagen, wir wollen jemanden, der auf der einen Seite die Chance hat, als König zu realisieren, auf der anderen Seite aber uns nicht über den Kopf wächst. Noch dazu, wo Sie ja aus Ihrer Sicht Unrecht aus der Interregnumszeit rückgängig gemacht haben wollten. Ja, das ist ein hochkomplexes Problem, das wir da anschneiden. Sie wollten vor allem den Ottokar nicht. Der war Ihnen zu stark. Ja. Also das war ganz klar. Der hat Ihnen auch nichts zurückgegeben. Den galt es unter allen Umständen zu verhindern. Und insofern war das ein vernünftiger Schachzug. Zu dem Zeitpunkt wird noch nicht mit riesigen Geldsummen bestochen. Ja, das ist eine Entwicklung der Jahrhunderte nachher. Aber mit Versprechungen. Aber mit Versprechungen und die Herrscher haben sich das, also Könige oder Kaiser, haben sich das auch sehr wohl wieder zurückgeholt. Also es war gut investiertes Geld, ja, um das so zu nennen. Bei Rudolf von Habsburg, also beim Gründervater der Dynastie, ist es unzweifelhaft so, dass er die Reichsfürsten in die Reichspolitik einbindet. Es geht so weit, dass kein Reichsgut mehr veräußert werden kann ohne die Zustimmung der Reichsfürsten und dann exklusive nur über die Reichsfürsten. Ja, das ist ein sehr wichtiges Machtmittel, weil es darum geht, welche Territorien werden stark und welche nicht. Ja. Er muss selbst sogenannte Willebriefe, also Absichts- und Bestimmungserklärungen der Reichsfürsten erwirken, seine Söhne mit Österreich und der Steiermark belehnen zu können, was eigentlich auf ein sehr, sehr schwaches Königtum hinweist. Und man darf nicht vergessen, dass der Prozess, den wir Revindikation nennen, ja, man darf nicht vergessen, der König musste sich die materiellen Grundlagen seiner Königsmacht ja eigentlich zurückholen, weil das Reichsgut, auf das er ja als oberster Lehnsherr zunächst einmal Zugriff hat, ist privatisiert worden, ist beschlagnahmt worden, ist eingesackt worden in den 3 Jahrzehnten des Interregnums. Im Übrigen hat sich auch Rudolf Habsburg dieser Praxis sehr, sehr, sehr gut bedienen können und hat sie zu einem der mächtigsten Territorialherren im Südwesten des Reiches, auf zumindest fragwürdige Art und Weise gemacht. Das heißt, auch die Legende vom armen Grafen, der da irgendwo aus der Schweiz kommt, also aus der damals noch nicht existierenden Schweiz kommt, aus dem Kanton Aargau.
Ist eine schöne Geschichte, aber es ist im Wesentlichen auch eine Propagandageschichte. Hat schon was, ich glaube, man kann das auf einen einfachen Nenner in heutiger Terminologie bringen, wenn 6 Monate vor dieser Wahl ein politischer Beobachter gefragt worden wäre, was er glaubt, was da jetzt herauskommen wird, hätten viele darauf getippt, dass am Ende doch der Ottokar herauskommt. Manche hätten gesagt, also wenn einer nicht rauskommen kann, wird es der Ottokar sein, weil man geahnt hat, dass die Kurfürsten sich das gleichsam nicht antun werden. Und auf den Rudolf hätte zu dem Zeitpunkt noch niemand gesetzt. Also sozusagen zu diesem innersten Club von Kandidaten hat er zu dem Zeitpunkt. Aber das ist ja auch einer dieser jetzt weniger Mythen als Missverständnisse. Es gab ja häufig Könige, die sozusagen 6 Monate vor ihrer Wahl noch nicht prominent waren. Ja, beim Rudolf ist das eindeutig so, dass er ins Spiel gebracht wird vom Mainzer Erzbischof. Und alle waren vollkommen überrascht. Ja. Und erst im weiteren Fortgang der Ereignisse hat man gesehen, welch großartiger strategischer Kopf dieser Mainzer Erzbischof war, der ja dann auch die Krönung vorgenommen hat und alles Mögliche. Ich meine, jetzt aus Rudolfs Sicht, sein Nachfolger Adolf von Nassau war auch 6 Monate vor der Wahl noch nicht prominent, so ist oder? Es, ja, genau so ist es. Ja. Also man sucht da schon immer Personen, Persönlichkeiten, die bereits etwas darstellen. Ja, aber der Macht des Reichsfürstentums oder des Kurfürstentums wenig anhaben können. Ja. Und das wollte ich zu dem Punkt noch sagen, dieser Vermischung von Wahlversprechen und Korruptionsgefühl, das wir damit verbinden. Ich glaube, dass das eine zum Teil zumindest offene Transaktion war. Wenn man sich vorstellt, diesen Adolf von Nassau, den die Kurfürsten dann abgesetzt haben, eine der Begründungen der Absetzung war, dass er die Wahlversprechen nicht eingehalten hat. Das würde man ja, hätte man so ein Korruptionsverständnis der Illegalität ja nicht offen dokumentieren. Und der vorher genannte Mainzer Reichsbürger, der sagt ja ausdrücklich, das, was er mir versprochen hat, hat er nicht eingehalten und daher wieder abgesetzt. Ja, und ich denke mir, da hast du natürlich diesen wesentlichen Punkt oder einen der wesentlichen Punkte unserer Gespräche überhaupt angesprochen. Es ist schwer möglich, dieses Bewusstsein, diese Vorgehensweise, diese konkreten Aktionen, ja, nachzuvollziehen. Ein berühmter Satz eines ganz, ganz berühmten englischen Mittelalterhistorikers ist, they do things different there. Ja, also man muss dem versuchen nahezukommen, aber man darf keinesfalls Maßstäbe heutigen Politikverständnisses oder Korruptionsverständnisses anlegen. Ja. Es geht einfach komplett anders. Und die agieren im Rahmen der Logik ihrer Zeiten. Ja. Ja. Und das tun sie, und sie tun es mit einer Selbstverständlichkeit. Sie können auch nicht anders agieren. Ja. Also wenn man das in einen weiteren Kontext stellen will, und das erscheint mir ganz, ganz wesentlich, dann geht man davon aus, dass, weil eben der Mainzer Erzbischof oder die berühmte Auseinandersetzung Friedrichs des Zweiten mit dem Papsttum, also der größte Kampf in der damaligen europäischen Welt, der größte ideologische Kampf, das Reich der Kirche ist nicht von dieser Welt. Ja, aber um den Triumph sozusagen der Seligkeit durchzusetzen, braucht die Kirche weltliche Macht. Mehr noch, sie braucht als universale Kirche, als universale römische Kirche des Feudalismus, sie braucht die Weltmacht. Es hat es Pläne gegeben, schon im frühen Mittelalter, sozusagen einer geistlichen Weltmonarchie. Das hat man das hat man sich abschminken müssen. Der Vatikanstaat ist sozusagen ein Überbleibsel dieser Idee. Aber im Prinzip, ja, geht man schon davon aus, dass der Papst
als Stellvertreter Gottes auf Erden der oberste Lehnsherr ist. Ja, also es ist ja auch die Kirche konzipiert nach feudalen Prinzipien. Und Könige, Kaiser etc. sind Vasallen des Papstes, sind Lehnsmänner des Papstes. Und der Papst ist berufen, über deren Wirken zu richten, über deren Politik zu richten etc. Alle Wissenschaft, alle Künste, alle Wirtschaftsordnungen haben nach den Vorstellungen der Kirche geformt und gemacht zu sein. Ja? Und wenn wir gerade bei gemacht sind, das wird die größte hegemoniale Macht des europäischen Mittelalters schlechthin, der größte Herrschaftsapparat wird die Kirche. Das Problem ist, ja, dass man sich im Weltlichen verstrickt. Dass ja, aber ich bin jetzt wahrlich nicht sozusagen der Advokat der politischen Ambitionen der katholischen Kirche. Aber in einem logisch aufgebauten System muss man schon sehen, dass die weltlichen Herrscher haben ja durch die Bank, also zumindest in der Zeit, über die wir jetzt sprechen, großen Wert gelegt auf ihr, was dann später so mit Gottes Gnadentum und so, also auf ihre religiöse Legitimation sozusagen oder religionsabgesicherte Legitimation, weil das vermutlich das beste Gerüst für Autorität war, dass man sich aufbauen konnte. Und jetzt muss man auf der anderen Seite sehen, der Papst kann sich zurückhalten und sich sozusagen in irdische Dinge wenig einmischen und sagen, das ist alles nicht meine Sache, aber unterordnen kann er sich nicht. Er kann nicht sagen, ich repräsentiere sozusagen die höchste Autorität, die dieses System kennt, und gleichzeitig tue ich mich unterordnen. Das funktioniert nicht. Also das heißt, er hat nur die Möglichkeit, sich entweder vorzudrängen oder zurückzuhalten, aber unterordnen kann er sich nicht. So ist es, und es ist nicht nur eine Frage, dass er sich nicht unterordnen kann. Das Bewusstsein besteht, dass er die höchste Autorität ist, die höchste spirituelle Autorität, aber auch die höchste weltliche Autorität, ja. indem er den Kaiser mit Exkommunikation belegen kann und der Kaiser ein wirkliches, echtes Problem. Ja. Und das ist natürlich auch immer eine Frage von Machtverhältnissen und wer gebietet wem. Es geht dann natürlich auch schon manchmal in die militärische Konfrontation, wie wir etwa im Lombardischen Krieg sehen, den Friedrich II. Gegen die oberitalienischen Städte führt und wo die unterschiedlichsten Papsttreuen und Papstgegner gegeneinander mobilisiert werden und die ganze Situation in Oberitalien durchaus unübersichtlich. Ja, und umso erstaunlicher ist es, keine 50 Jahre später in Avignon ist er... widerspricht er alle diesen Machtansprüchen, die wir fürs 13. Jahrhundert behaupten, oder? Ja. Aber das ist noch, im 13. Jahrhundert ist das noch der universale Geist. Ja? Also da geht es noch wirklich um Weltbeherrschung. Ja? Im Übrigen nicht ganz unähnlich der ideologischen Begründung der Mongolenherrscher, warum sie sich ausdehnen müssen. Das ist sehr, sehr spannend. Ja, das haben wir ja leider übersprungen, wenn wir das kurz nachholen können. Also jetzt muss man noch einen Schritt zurückgehen. Im 12. Jahrhundert, in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, haben die Mongolen, wir würden heute sagen, erste Schritte einer jetzt noch in Asien Staatsgründung gesetzt und sozusagen die Weltbühne, aus europäischer Sicht zumindest Weltbühne, haben sie betreten unter Genghis Khan und seinem Sohn, nicht? Also das war sozusagen der erste Großauftritt, den sie auf der Weltbühne hatten. Wobei man dazu sagen muss, dass sie vorher, glaube ich, in China schon sehr stark aufgetreten sind. Also die waren, also wenn wir das vom Rudolf von Habsburg sagen, die waren auch keine Nobodies, bevor sie da gekommen sind. Und haben
Apropos Mythen, die bestehen überhaupt nur aus Mythen. Also Sie haben einmal den Mythos von unglaublich grausam und ich weiß nicht was. Also das wird, da gibt es ja auch offensichtlich so eine darwinistische Skala von den Hunden aufwärts. Irgendwie je grauslicher wir, also was es alles an grauslichen Menschenbeschreibungen gibt, wird dann auf Sie angewandt. Sie haben offensichtlich rein kriegstechnisch Vorteile gehabt. Also mit Reiten und Bogen und ich weiß nicht, also jedenfalls Vorteile gehabt. Aber Sie müssen einen organisatorischen Zusammenhalt gehabt haben, der möglich war, über solche gigantischen Distanzen, über so lange Zeit diese Disziplin aufrechtzuerhalten. Naja, die Supermacht des 13. Jahrhunderts, die absolute Superpower, ist das Mongolenreich. Wir müssen davon ausgehen, dass weniger als 1 Million Mongolen zwei Drittel der alten Welt, der bekannten Welt, beherrschen, zumindest für einige Zeit, dass die Yuan-Dynastie in China, die immerhin für ein Jahrhundert herrscht, ist mongolisch, löst die Song-Dynastie ab auf gar nicht so besonders grausame Art und Weise. Ja. Es gibt Unmengen von Einschreibungen, es gibt Mythen, die mongolischen Eliten, wenn man so will, Fürsten, waren schamanisch, waren nomadisch, sind in wenig Zusammenhang untereinander gestanden, bevölkern die unendlichen Weiten der eurasischen Steppen. Wir wissen simpel und einfach nicht, was diese Mongolen und ihre Herrscher plötzlich befähigt, ein Weltreich aufzubauen. Und sie bauen es mit Disziplin, sie bauen also alles, was man Nomadenvölkern nicht zuschreibt, mit Härte, mit militärischer Stärke, aber auch mit ökonomischem Unternehmensgeist. Sie schauen zum Beispiel, dass die Seidenstraßen, die nördliche und die südliche, in der Tat in Funktion kommen. Sie handeln mit den oberitalienischen Städten, sie handeln mit den indischen Königtümern. Man steht einigermaßen perplex vor diesem System, vor diesem Phänomen, ja, dass da mehr oder weniger sich um den halben Erdball von Korea bis in den Osten Ungarns erstreckt und das ist eins der großen Mysterien. Karl Marx hat versucht, der späte Karl Marx hat versucht, das mit dem Konzept der asiatischen Produktionsweise zu erklären. Also sozusagen das Überspringen des Kapitalismus oder der notwendigen Kapitalakkumulation, bevor man exportieren kann. Auch das Konzept ist bis zum heutigen Tag massiv umstritten. Aber gehen wir davon einmal aus, die Mongolen erscheinen als Weltmacht. Und die Dschingisiden, also die Söhne und Enkel des Dschingis Khan, des Großkhans, kommen nach Europa. Exakt zu dem Zeitpunkt, wo Rudolf von Habsburg sozusagen Besitz und Titel der Familie Habsburg erbt, nämlich zum Grafen von Habsburg wird, 1240, ja, ist der große Mongolensturm über Europa. Das heißt, wobei man mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, dass es da keinen kausalen Zusammenhang gibt. Mit Sicherheit. Es ist nur ein zeitliches Zusammenfallen, das schon ganz interessant ist. Ja. Das Jahr 1240 bedeutet sozusagen die mongolischen Übergriffe in das, was heute Österreich ist oder Ostösterreich ist. Du meinst Aargau und Goldene Horde. Ja, so weit ist das nicht auseinander. Ja. Aber ich habe viele Sachen natürlich, aber ich habe einen Punkt, den ich so gar nicht verstanden habe. Zumindest in der Überlieferung gibt es, glaube ich, kaum authentische mongolische Schriftquellen.
Es gibt die geheime Geschichte der Mongolen, die, glaube ich, 2004 oder so ins Englische übersetzt worden ist. Eine scheinbar, also hat mich sehr beeindruckt, eine brillante Übersetzung mit wunderbaren Kommentaren dazu und so. Aber das gibt Einblick in das Weltverständnis, ich meine, in das Schamanisch-Mythische. Die Mongolen haben beginnend in China Reiche erobert, die heute, würde man sagen, technologisch sehr, sehr fortschrittlich waren. Und haben aber offensichtlich weder Schrift noch Kunst noch, also was wir sagen, im breitesten Sinn ist Wissenschaft, mitgenommen, sondern eigentlich primär Kriegskunst. Primär Kriegskunst aber. Und Organisationskraft. Und Organisationstalent, ja. Und Disziplin. Und das besteht aus eiserner Disziplin. Es sind ja verschiedenste Berechnungen angestellt worden, wie lange oder wie schnell sie irgendwie kommunizieren konnten über dieses weite Reich, und da sind erstaunliche Dinge herausgekommen, wie schnell sozusagen Befehle oder Informationen oder was auch immer vermittelt werden konnte und übermittelt werden konnte. Aber das ist ein... Also ich weiß ja auch nicht, ob es stimmt, aber die geschrieben wird, dass sie ein Stationennetz hatten, das nicht viel mehr als 40, 50 Kilometer, also wo diese Stationen nicht viel mehr als 40, 50 Kilometer voneinander entfernt waren. Aber sein Reiter erreichen kann in kurzer Distanz. Und, ja, und dass sie wenn es wirklich drauf angekommen ist, bis zu 500 Kilometer am Tag geschafft haben. Ja. Ich meine, da muss man sich vorstellen, da ist sozusagen in zwei Tagen ein Brief in Paris. Also jetzt grob gesprochen, oder? Ja, absolut. Das wird wohl als Kommunikationsnetz nur wenigen vorbehalten gewesen sein, aber die wenigen waren auch die wichtigen sozusagen. Ja, und für das Verständnis auch dieser ursächlichen Kraft, die dahinter seiner großen Supermacht stehen muss, ja, ist es, glaube ich, ganz, ganz wesentlich, dass man endlich von diesem Wahnsinn wegkommt, die Mongolen oder die Tataren oder wer immer mit ihnen geritten ist, als Barbaren oder ausschließlich als Barbaren zu sehen, sondern die haben sich schon auch an höhere Kulturen sehr gut adaptiert, haben sehr viel davon genommen, haben selbst auch weiterentwickelt, sind als Investoren aufgetreten, als Konsumenten. Alles das, was wir im Prinzip mit Moderne verbinden, und es wird ja auch häufig gesagt sozusagen, dass die Dschingisiden am Schnittpunkt zwischen Alter und Neuwelt oder zwischen Mittelalter und Moderne agiert haben, ist sehr, sehr spannend. Jedenfalls das Genghis Khan-Reich zerbricht ja und wird spätestens ab 1260 gibt es in der Tat vier unterschiedliche Nachfolgekhanate, also Reiche, Kaisertümer, was auch immer. Und drei davon nehmen den Islam als Staatsreligion an. Ja? Das ist zunächst einmal überraschend für uns, aber der Islam ist in wissenschaftlicher Hinsicht, in ökonomischer Hinsicht, auch was Mobilität und sowas, mit eindeutig die fortschrittlichste und progressivste Religion dieser Zeit. Und, das war, nachdem sie Bagdad schon erobert hatten. Gell? Nachdem sie Bagdad erobert haben. Das muss, ich bitte mich jetzt nicht festzulegen, also ich würde mal 1258 sagen, also um 1260 herum, ja, auf jeden Fall mit der Teilung des Großreiches. Ja. Aber es ist natürlich das Ilkhanat, ja, das hat der Iran, Irak, das hat das Zweistromland, ja, geht nach Syrien. Es ist unglaublich. Und? Ja, und man muss fairerweise sagen, ist sehr ungenau gesprochen, bis Anfang 16. Jahrhundert beherrschen sie Russland, oder? Sie beherrschen Russland oder die russischen Fürstentümer oder Moskau, Großfürstentum. Aber ist das ein richtiger Eindruck, dass sie eigentlich, also es passiert sozusagen in Russland politisch
wenn man das jetzt so vereinfacht, nichts, was nicht approbiert ist von den Mongolen in der Zeit. Aber sie beherrschen es nicht im Sinn von, was wir heute mit Besetzen nennen würden. Also eigentlich haben sie so eine Art von fiktivem Zentrum, in dem man sich alles genehmigen lassen muss, oder? Ja, und sie haben sie natürlich... Und wahrscheinlich Strafexpeditionen, wenn sich jemand nicht an die Regeln hält, oder? Das ist bei aller Relativierung ihrer Kriegskunst, aber grausam waren sie schon. Ja, also das heißt, das ist schon ein Moment, das ihnen eingeschrieben ist, diesen Reiter- und Steppenvölkern. Lediglich der Krieg war nirgendwo nicht grausam. Ja, also sie haben halt mit ihren Mitteln gekämpft, die militärisch überlegen waren zu dieser Zeit. Sie bringen binnen kürzester Zeit den Kiewer Rus unter ihre Kontrolle, das Moskauer Großfürstentum, das geht bis ins 16. Jahrhundert. Es ist schwer zu sagen, wie Herrschaft ausgeübt wird, aber jedenfalls machen sie sie tributpflichtig. Das heißt, sie treiben Steuern ein. Ja? Ja. Das ist einmal ganz, ganz sicher. Der Rest, ob sie, sie sind zum Beispiel tolerant in Glaubensfragen. Ja? Das Annehmen des Islam ist eigentlich ein Elitenphänomen. Ja, was unten aber, passiert, ist egal. Also ja. Zumindest auf diesem russisch-europäischen Teil, also jetzt, was sie in Asien jetzt gemacht haben, weiß ich zu wenig, aber in diesem russisch-europäischen Teil, sie schließen keine Allianzen, gell? Nein. Also es tut keine Mongolenprinzessin irgendeinen europäischen Kurfürsten heiraten oder umgekehrt, Kurfürstentöchter. Also überall. Das Gegenteil der habsburgischen Politik, ja. Ja, aber auch das Gegenteil von Byzanz und das Gegenteil von Frankreich Byzanz. Und so weiter. Ja. Also sie schließen, glaube ich, keine Allianzen. Es gibt keine Versuche, sich irgendwie so zu etablieren, dass man da zu einer Verflechtung kommt, außer im Handel, oder? Im Handel sehr wohl, also es ist eine ökonomische Macht vor allem auch. Ja, und nebstbei werden die oberitalienischen Städte immer stärker mit diesem Fernhandel, den sie aufnehmen können und so weiter. Da beginnen dann wirklich tatsächlich die Prozesse der ursprünglichen Akkumulation. Also das macht dann ein völlig anderes Wirtschaftssystem und ein völlig anderes auch Denken und Gesellschaftssystem. An dessen Anfang natürlich wie immer so Abenteuerunternehmer, wie auch immer man das nennen will, Händler wie etwa Marco Polo stehen, der ja wohl das berühmteste Beispiel ist. Ja. Ich denke mir... Abenteuer natürlich schon, indem ein hohes Risiko eingegangen ist, aber... heute würde man halt sagen Startups, oder? Startups, ja. Aber ein globales Startup. Ja, absolut. Ja. Sag eine Frage noch. Weiß man, wie die Mongolen die Russen und die Europäer gesehen haben, nachdem sie hierher gekommen sind? Im Sinne von, also wir tun ja so, als ob die rückständigen Mongolen kommen in das fortschrittliche Europa. Das war wahrscheinlich nicht die Wahrnehmung der Mongolen. Aber weiß man, wie die Mongolen das beurteilen, was sie da vorgefunden haben? Nein, diesbezügliche Forschungen sind absolut am Anfang, wenn es denn überhaupt schriftliche Quellen gibt. Die gibt es nämlich äußerst selten. Ja. Es gibt allerdings, weil das Reich ja so groß ist, es gibt Unmengen von Einschätzungen von persischen Historikern zum Beispiel. Ja, oder über die Mongolen. Über die Mongolen, ja. Es ist ganz simpel und einfach ein sprachliches Problem, weil es gibt 1000 Sprachen in diesem Reich. Ja. Die in dieser Form auch nicht mehr existieren. Ja, es ist ein hochkomplexes Ding. Wir wissen über die Weltsicht der Mongolen ausschließlich aus dieser durch Zufall überlieferten geheimen Geschichte der Mongolen, die im Wesentlichen den Aufstieg des Genghis Khan und die Rechtfertigung der Weltherrschaft des Genghis Khan darstellt. Hoch mystisch-mythologisch aufgeladen, höchst aufgeladen. Kein einfaches Weltbild, ziemlich komplex, ja, und hoch durchdrungen von Schamanismus, von unmittelbarem Verhältnis zur Natur, von der Jagd,
die ein ganz zentrales und wesentliches Element des Lebens ist und das dann auch auf die militärische Organisation übertragen wird. Ja, wobei, ich würde da jetzt ein ganz starkes Plädoyer machen dafür, dass wir vor, also nicht wir beide jetzt nur, aber auch wir beide vorsichtig sein müssen, dass man da nicht in Wertungen rutscht. Also wenn ich mir vorstelle, vor wenigen Minuten noch waren wir beim Wechselspiel zwischen weltlicher Herrschaft und geistlicher Herrschaft in Europa. Die Kirche hat innerhalb von wenigen Jahren produziert Bettlerorden, die sozusagen irgendwie quasi zurück an die Quelle und sehr zurück, also Bettlerorden, und manche davon waren in kürzester Zeit die Propagandamaschinen der Ketzerbekämpfung. Also die Geschichte müsste man einem Mongolen auch erst als Zivilisation beschreiben. also, und das ist gleichzeitig. Das ist absolut. Also jetzt, das ist ja tatsächlich ein Zufall jetzt, aber die Franziskaner werden, ja, ich glaube, die Franziskaner werden, glaube ich, nein, der Franziskus stirbt, glaube ich, 1228, der Genghis Khan 1227. Ja. Also, das ist ein gleichzeitiges Phänomen. Das sind auch nicht abgesprochene Phänomene, aber ja. Es ist gleichzeitig. Ja, ja, es ist ein wunderbares Beispiel für die großartige Phrase von Ernst Bloch, die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Ja. Ja. aber auf das wollte ich hin. Ja. Also diese Naturreligiosität, dieser eurasischen Steppenvölker, ja, aus der sie aber auch einen Auftrag zur Weltherrschaft ableiten, unterscheidet sie von dem der römischen Kirche nicht sonderlich. Ja, also das muss man wirklich sagen. Es ist schon ein Denken in einer ganz bestimmten Zeit. Ja. Und die Brutalität zwischen irgendwie schwertschwingenden Reitern und Hexenverbrennungen, da muss man mir auch erst die moralische Hierarchie erklären zwischen diesen beiden Phänomenen. Ich hatte ja auch die Gelegenheit und das Vergnügen in den letzten Jahren über Bauernkriege und sozialrevolutionäre Aufstände am Ausgang des Mittelalters zu arbeiten. Und also was es da an im hochzivilisierten Europa, ja, was es da an unsagbaren, exzessiver Grausamkeit gibt, das sucht schon seinesgleichen. Also das ist kein Phänomen der Mongolen alleine. Und jetzt gibt es dann, apropos Mythen wieder, gibt es ein Phänomen, das auch so scheinbar einhellig bewertet wird und so simpel nicht gewesen sein kann. Also diese Mongolen ziehen Richtung Westen, sind im Wesentlichen in den späten 30er, 40er Jahren oder beginnenden 40er Jahren des 13. Jahrhunderts in Europa und kommen bis Ostösterreich. Kann man das so sagen? Also in heutiger Landkarte. Ungarn bedrohen Mähren, glaube ich, auch. Also sind als sehr bedrohlich an der Grenze zum heutigen Österreich oder auch innerhalb des heutigen Österreichs schon. So, und dann gibt es einen Augenblick, wo der Sohn von Genghis Khan stirbt und scheinbar innerhalb von wenigen Wochen dieser Zug der Mongolen abgebrochen wird, weil alle wollen nach Hause, weil es um die Nachfolgebestellung geht. Die Wahrheit ist, erstens wird der Nachfolger erst Jahre danach bestellt, zweitens beeilen sich der Hauptkandidat, nämlich der Batu Khan, also der Enkel vom Genghis Khan, gar nicht auf diesem Heimweg. Also so einfach kann die Begründung für dieses wir kehren um und gehen nach Hause auch nicht gewesen sein, weil dann hätten sie sich mehr beeilt und schneller gewählt. Also sie drehen zwar augenblicklich um, aber dann beeilen sie sich gar nicht. Ja, wenn ich ganz kurz darauf eingehen darf, 1235 gibt Ödegei, der Sohn des Genghis Khan, seinem Sohn Batu Khan, den Auftrag zur Eroberung des Kiewer Rus. Ja. Der macht es, der ist ein strategisches Genie, der zu den größten Militärs der Menschheitsgeschichte gehört, der General Subodai. Wenn das richtig ausgesprochen ist, dann muss man sehr vorsichtig sein.
Wie immer du es aussprichst, es gilt hier so. Ja. Ich bin mir sicher, es ist nicht richtig ausgesprochen, aber gehen wir mal davon aus. Und der dehnt diesen Eroberungszug aus, einerseits auf die Krim, andererseits aber in Richtung Zentraleuropa. Es gibt eine große Schlacht bei Liegnitz in Schlesien, in der das europäische, das polnisch-deutsche Rittertum massiv verliert. Es konzentriert sich dann auf die ungarische Tiefebene, also auf das Donau-Theiss-Zwischenland, wo es eine Schlacht bei Mohi gibt, die Béla IV., einer der großen Könige in Zentraleuropa, auf erbärmliche Weise verliert. Und personell waren die Mongolen in all dreien, also sowohl in Russland als auch Schlesien, als auch den Ungarn, in Kopfzahl waren die Mongolen immer unterlegen, gell? Ja. Ja. Sie haben und sie haben auch in ganz, ganz kleinen und überaus mobilen Einheiten gekämpft, ja. Mit Finden, mit Öffnen von Schleusen und dann mit Flankenangriffen und alles das, was die europäischen Ritterheere noch nicht können, ja, zu dem Zeitpunkt. Und sie waren hervorragende Bogenschützen. Das hat, ja. Nebst, dass sie mit ihren Pferden verwachsen waren, sozusagen, das hat ihnen entscheidende Vorteile gebracht, weil sie mobil waren. Aber indem Béla IV. Diese große Schlacht verliert, ja, also Friedrich der Streitbare, der letzte Babenberger, ist ihm noch beigestanden am Anfang, zieht sich dann zurück und plötzlich ist der Weg nach Wien frei. Ja, und Wien ist ja damals noch nicht die europäische Metropole schlechthin, dass es das später wurde, aber es ist bereits ein sehr, sehr wichtiger zentraleuropäischer Ort mit Sitz eines nicht ganz unbedeutenden Grafengeschlechts. Und plötzlich ist dieser Weg frei, weil die kann niemand mehr aufhalten. Und tatsächlich marschieren die bis Korneuburg, bis Wiener Neustadt. Beide werden geplündert, vernichtet, wie man so schön sagt, oder wie es in den Quellen heißt, dem Erdboden gleichgemacht, was immer das heißt. Es heißt in denselben Quellen im Übrigen auch, dass von 2 Millionen Ungarn 1 Million massakriert wurde. Man kann das schwer belegen oder nachvollziehen oder wie auch immer. Es ist nur klar, es ist ein Eroberungszug, der sich in das Herz Europas richtet. Und plötzlich mit einem Schlag, nachdem Friedrich der Streitbare ein paar Geplänkel gegen irgendwelche mongolischen Vorhutreiter gewinnt oder diese sozusagen auszulöschen vermag, blöder Ausdruck, drehen die um und Batukan befiehlt den Rückzug. Und niemand weiß warum. Also sicher nicht wegen Friedrich. Also wegen der 2-3 Geplänkel, die sie da irgendwie, nein. Ja. Also die Babenberger haben einmal die nicht zum Umdrehen gebracht. Die Babenberger haben sie sicher nicht zum Umdrehen gebracht. Irgendeinen Zusammenhang mit dem Tod seines Vaters wird es wohl gegeben haben, aber ja, nicht so einen drängenden, wie es immer erzählt wird. Ja, oder? Aber da gibt es auch, in dem Fall ist es ein mehr oder minder zeitgenössischer persischer Geschichteschreiber, der sagt, denen war das zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht bewusst. Die konnten das nicht gewusst haben. Mhm, ja. Weil Ödekay stirbt im Dezember 1841. Ja? Also da sind die nun engagiert vor Wien. Wie soll diese Meldung so schnell gekommen sein? Ja? Es gibt Klima- und UmwelthistorikerInnen, die behaupten, im Zusammenhang mit der Eiszeit ein sehr, sehr nasser, kühler Frühling und Sommer, der die ungarische Tiefebene in einen Sumpf verwandelt hat und die Mongolen dadurch abgezogen sind. Dem würde widersprechen, dass sie auch Südchina erobert haben mit einem tropischen, subtropischen Klima. Also alles das, wir wissen es einfach nicht, aber wir gehen davon aus, dass es eine, wie in vielen Fällen, dass es eine gewisse Überdehnung
der militärischen, der organisatorischen, vielleicht auch sozusagen der ideologischen Kräfte jetzt war. Ich tappe jetzt nicht nur im Dunkeln, sondern das ist jetzt einfach ein Versuch einer Teilerklärung und die Frage, ob das Sinn machen kann. Erstens sind die Mongolen ja nicht in die Mongolei zurück, also ein Teil natürlich schon in die Mongolei zurückgegangen, aber eben in Russland sind sie ja dann noch 250 Jahre geblieben. Also da sind sie auch nie weggegangen. Der zweite Punkt ist, eine der wahrscheinlich staatspolitisch, vor allem aus Sicht von Eroberern, klügste Eigenschaft, die jemand haben muss, ist zu wissen, wann man den Bogen überspannt. Ja. Vielleicht hatten die einfach das Gefühl, der Bogen wird überspannt und sie haben das organisatorisch nicht mehr ausreichend im Griff. Kann es nicht schlicht und einfach sehr vernünftig gewesen sein, dass die gesagt haben, so stopp, vielleicht überschätzen wir die Attraktion von Wien und die haben gesagt, ja, bevor wir uns jetzt verausgaben, indem wir weiter in den Westen ziehen, stoppen wir hier und gehen dorthin zurück, wo wir noch fest gleichsam installiert sind. Und das war nun die goldene, also das war im heutigen Russland. Der Tod des Großkhans wird schon mit ein Grund gewesen sein, aber eben nicht ein so brennend dringender, wie es geschildert wird. Also schlicht und einfach, das war nicht unvernünftig, dass die gesagt haben, es reicht. Ich würde davon ausgehen, wie auch immer, es wird sich so nicht belegen lassen, aber es gibt ja das bemerken wir immer wieder in der Menschheitsgeschichte, es geht Großreiche dehnen sich aus bis zu einem bestimmten Punkt und dann geht's nicht mehr. Ja? Also da ist die Technologie, die Militärtechnologie, die Frage des Nachschubs etc., das, wie transportiert man Menschenmassen immer weiter. Ja, aber viele andere Großreiche haben ja diesen Punkt dann überzogen und sind dann an diesem Problem zu fallen. Ja. So gesehen war das klüger, was die Mongolen gemacht haben. Vor allem für die These der Überdehnung vor Wien. Ja, ja. Wir werden ja das dann noch einmal mit den Osmanen und der türkischen Invasion ein paar Jahrhunderte später. Die Frage der Überdehnung oder die These der Überdehnung ist deswegen auch relativ vernünftig, weil Batu Khan auf dem Rückzug erstens einen Aufstand der Kumanen bekämpft, da braucht er ein Jahr dazu. Die Kumanen, ein Turkvolk, das im heutigen Rutenen Ukraine im weitesten Sinn, die es damals natürlich nicht gibt, beheimatet ist. Die von der Geschichtsschreibung auch schlecht behandelt werden. Auch sehr, sehr schlecht behandelt werden, ja. Und weiter beim Rückzug oder beim Rückweg sozusagen zwei Jahre darauf verwendet, Anatolien für das mongolische Reich zu erobern, das ja jetzt auch ungeheure Weiten sind. Und damit verzögert sich die Wahl des Großkhans doch um etliche Jahre. Ja. Also es spricht nichts dafür, dass die jetzt die Meldung kriegen, Ödeger ist tot, wir müssen einen neuen wählen, du Batu Khan bist wahrscheinlich der beste Kandidat. Wenn die Mongolen verstanden haben, wann sie den Rückzug antreten müssen, müssen wir verstehen, wann wir hier Schluss machen müssen. Okay. Die vorgesehene Zeit ist jetzt leider abgelaufen, aber ich lade Sie sehr herzlich ein, beim nächsten Mal wieder dabei zu sein. Wir haben wie immer vor, dass wir chronologischer und genauer und übersichtlicher vorgehen. Und zugleich habe ich das Gefühl, dass so ein bisschen Durcheinander schadet diesem Gespräch gar nicht. Dir danke ich sehr. Danke auch.